Meine Damen und Herren, in diesem Video werde ich Ihnen beweisen, dass wir nicht nur in der besten aller Welten leben, sondern auch von den bestmöglichen Menschen regiert werden derzeit, denn wir haben mit die größte Wirtschaftskrise seit dem Zweiten Weltkrieg erlebt und sind dabei reicher geworden. Das muss man erst mal schaffen, das muss man hinkriegen, das ist doch eine großartige Errungenschaft, das wollen wir hier uns mal anschauen. Anhand der USA gilt aber im Prinzip für alle westlichen Länder, zum Beispiel das Vermögen der US-Haushalte ist im Jahr 2020, also während des pandemischen Schocks, muss man ja sagen, um 13,5 Billionen Dollar gestiegen. Das kennen wir nicht so wirklich aus vergangenen Wirtschaftskrisen, zum Beispiel hier die letzte, als es so ein bisschen gerumpelt hat, die Finanzkrise, da haben die Amerikaner 8 Billionen an Vermögen verloren, jetzt haben wir 13,5 gewonnen, respektive die Amerikaner. In Deutschland ist es ähnlich, nur eben kleiner proportioniert. Also das ist schon ein echtes Wunder. Wie geht dieses Wunder? Na ja, gut, man muss ein bisschen Schulden machen, hier zum Beispiel die Amerikaners, hier sind wir bei der Verschuldung jetzt über 28 Billionen. Wir haben dann noch die Unternehmensverschuldung, die Verschuldung der Privathaushalte, da kommen wir dann so insgesamt auf knapp über 80 Billionen. Aber gut, man lebt nur einmal, nicht wahr? Also, und am Ende streichen wir dann die Schulden, weil die Schulden gehören irgendwann den Notenbanken und die sagen dann halt, es ist halt so eine Art Bilanzreform, gell? Dann fangen wir einfach von vorne an. Und jetzt kommen so ein paar Gestörte, die sagen, wir müssten so langsam mal aus dieser ultralaxen Geldpolitik aussteigen, die ja die Assetpreise so nach oben gebracht hat und zu diesen Wohlstandsgewinnen geführt haben. Zum Beispiel Rosengreen von der Boston Fed, time to think about how quickly to remove accommodation, also wie schnell wir hier diese ganze Geschichte zurückfahren können. Er warnt auch vor den Folgen eines überhitzenden Immobilienmarkts. Aber gucken wir uns mal an, wer zuletzt bei der Fed aus der Fed gewarnt hat vor Blasen, wer gesagt hat, wir müssen mit Tapering anfangen, wir müssen langsam über Zinsanhebungen nachdenken. Das ist hier vor allem Ballard, die Sie hier links sehen, Kaplan und Rosengreen. Alle drei sind nicht Stimmberechtigte derzeit, sondern werden wie Ballard erst und Rosengreen erst im Jahr 2022 wieder stimmberechtigt sein in der Fed. Kaplan, der Dallas Fed-Chef, sogar erst der 23. Das ist hier eine sehr schöne Aufstellung von Leuten, die sich explizit geäußert haben, was aus der Fed, was sie präferieren, wann die Zinsen angehoben werden sollten. Wir sehen, dass Powell, Clarida, auf die es wirklich ankommt, die sind in der Mitte, die sagen, naja, vielleicht 2023, und rechts sind die ganz Dovischen mit Kashkari vor allem, der fast schon eine Witzfigur ist. Das ist wirklich eine interessante Gestalt. Aber schauen wir uns mal an, was die Fed faktisch gemacht hat. Da gibt es einige, die sprechen von Tapering, also Bilanz, nicht die Reduzierung der Bilanz, sondern die Reduzierung der Anleihekäufe, womit die Bilanz dann nicht mehr so stark wächst und vielleicht sogar Zinsanhebungen. Aber wir sehen allein in den letzten 4 Wochen, ich hatte es am Freitag thematisiert, hat die Fed für 200 Milliarden Dollar ihre Bilanz nochmal ausgeweitet. Das ist mehr als das, was man eigentlich normalerweise macht, nämlich 120 Milliarden. Und wir sehen, dass man sehr fröhlich zugegriffen hat bei Mortgage-Backed Securities, also den Dingen, die normalerweise den Hausmarkt in den USA, den Immobilienmarkt noch weiter anfeuern. Wenn wir uns mal angucken, wo wir derzeit stehen mit der Realrendite, also die Rendite, die Zinsen praktisch auf die 10-jährige US-Staatsanleihe minus Inflation, dann sehen wir, wir hatten in den 70er Jahren, als Inflation ja ein großes Thema war, eine deutlich negative Realrendite und dann mit den zwei kleinen Krisen, Dotcom-Blase und Finanzkrise, und jetzt wieder, aber ist doch schick, diese negativen Realrenditen, die führen dazu, dass Assetpreise wie Immobilien und Aktien eben deutlich steigen. Mit Anleihen kann man kein Geld mehr verdienen, sodass man dann institutionelle Investoren in Aktien und Immobilien zwingt, was dann die Preise für Aktien und Immobilien immer weiter aufbläst, dementsprechend die Risiken eben steigen, weil jetzt nichts mehr schief gehen darf, wenn alle im selben Boot sitzen, weil sie gar keine andere Chance haben, dann darf da nichts passieren, sonst wären diese Wohlstandsgewinne wieder weg und das will ja keiner. Hier sehen wir mal die durchschnittlichen 10-jährigen Renditen der westlichen Länder, also Deutschland, Großbritannien etc. und vor allem USA. Da sehen wir, das ist im Sinkflug, könnte sich jetzt langsam ein bisschen erholen vielleicht, wenn zum Beispiel die US-Renditen steigen sollten.
Naja, das will die Fed natürlich nicht, denn diese niedrigen Renditen, die sorgen dafür, dass die Zinsen niedrig sind, die Finanzierungsbedingungen gut sind, dass die Leute schön günstig Kredit bekommen. Das Problem ist nur, dass die Leute diese Kreditnachfrage gar nicht haben. Die Fed versucht mit ihrer Politik, das Geld locker sitzen zu lassen bei denjenigen, die Kredite vergeben, aber die Menschen fragen es nicht nach. Dementsprechend könnte man sich fragen, ob das alles wirklich sinnvoll ist, so wie Judy Sheldon, auch das hatte ich am Freitag schon gebracht. Die Frage, wo ist die Grenze, wenn es so gehen würde, was die Notenbanken derzeit machen, und das ist ja faktisch MMT, Modern Monetary Theory, dann stellt sich die Frage, warum wir überhaupt noch Steuern zahlen, wenn wir auch so immer reicher werden. Ja, wir schaffen es, in einer Corona-Krise immer reicher zu werden. Das ist wirklich sportlich, das ist eine großartige Leistung. Und jetzt kommt obendrauf noch wahrscheinlich das Infrastrukturprogramm der Amerikaners, der Biden-Regierung. Wir sehen hier mal einen Vergleich, den das Weiße Haus selber hier stolz präsentiert hat, zwischen dem Recovery Act aus dem Jahr 2009, als damals ja auch ziemlich die Wirtschaft am Boden lag infolge der Finanzkrise. Und das wird jetzt von den Summen her verglichen mit dem Bipartisan Infrastructure Framework, also diesem von beiden US-Parteien durchgewunkenen, zunächst mal aber noch nicht beschlossenen Infrastrukturprogramm. Und da sehen wir, die Summen sind deutlich, deutlich höher. Derzeit, man hat es ja, man war ja damals viel weniger verschuldet im Jahr 2009, aber jetzt ist eben man so verschuldet, dass es eh schon wurscht ist, gell? Also wir machen einfach immer weiter, und natürlich, das ist gut für die Assetpreise. Hier sehen wir mal die gesammelten Bilanzsummen der wichtigen Zentralbanken mit im Vergleich mit der Marktkapitalisierung der Aktienmärkte, und Ähnlichkeiten und Parallelen sind hier rein zufällig und natürlich nicht gewollt, führen allerdings zu bestimmten Wohlstandsgewinnen. Jetzt gibt es manche Misstrauische, die sagen, okay, ist ja alles schick und gut, aber wir wollen uns absichern hier anhand des Skews. Der Skew ist sozusagen ein, ja, wie soll man sagen, eine Kalkulationsgröße, aus der man sieht, wie stark das Bedürfnis ist nach Absicherung gegen ganz große Kursbewegungen. Dass diese Absicherungen erfolgen über Optionen, also wenn ich zum Beispiel eine weit aus dem Geld liegende Put-Option hier eingehe, weil ich damit rechne oder zumindest das Risiko nicht komplett ausschließe, dass der Markt mal richtig runtergeht. Und hier sehen wir, das Skew ist auf Allzeithoch, interessanterweise in einer Situation, in der es für die Märkte ja eigentlich kein Risiko zu geben scheint. Die Notenbanken, die wollen erstmal nicht so wirklich aussteigen, die tun so ein bisschen so, aber es passiert nichts, sonst ist die Welt doch hurra, wir sind alle viel reicher als vorher. Ist doch schick. Auf der anderen Seite ist hier am Future-Markt wenig Euphorie erkennbar. Wir sehen, dass hier Long-Positionen sogar abgebaut wurden. Wir sehen, dass zum Beispiel das Put-Call-Ratio wieder nach oben gegangen ist. Also das Bedürfnis nach Absicherung ist ein bisschen gestiegen. Und wir haben natürlich, um jetzt hier nochmal den Schwenk nach Deutschland zu machen, die Situation, dass der DAX eigentlich ganz gut gelaufen ist, aber irgendwie seit Wochen gefühlt stagniert. Da passiert gar nichts mehr. Wir hatten jetzt eine globale Marktkapitalisierung von 117 Billionen Dollar. Die Deutschen liegen bei 2,8 Billionen mit nur drei Firmen unter den Top 100 Firmen. Also ist jetzt der Marktanteil Deutschlands an der gesamten Marktkapitalisierung der Aktienmärkte auf 2,43% gesunken. Okay, mal schauen, wie sich das weiterentwickelt. Ich gehe davon aus, dass wir in nächster Zeit wieder eine Rückkehr von Value gegenüber Tech haben werden. Das würde dann für den DAX in Relation zu Tech-Werten, der DAX ist ja nicht sehr Tech-lastig, durchaus positiv sein, denn ich erwarte, dass dann diese niedrigen Renditen, die wir jetzt bei der 10-jährigen Staatsanleihe gesehen haben, nicht weiterfallen, sondern tendenziell wieder ein bisschen steigen. Und auch hier in Europa sehen wir, dass gestiegen vor allem ist die Kosten für die Firmen, die Inputkosten, sowohl für Manufacturing, da sind sie schon länger gestiegen, als auch für den Dienstleistungssektor, da beginnen sie jetzt deutlich zu steigen. Da ist noch Nachholbedarf, deswegen werden wir hier auch in der Eurozone zwar vielleicht nicht ganz so hohe Inflationszahlen sehen, aber ähnlich hohe Inflationszahlen, etwas niedriger vielleicht, aber die werden jetzt sich noch steigern, nach meiner Auffassung. Da wird noch was kommen und da werden wir also noch was sehen. Das ist die Situation. Hurra! Wir sind also alle letztendlich im Durchschnitt zumindest gesehen reicher geworden. Vor allem die Reichen, die über viele Assets verfügen, sind noch viel reicher geworden. Also irgendwie haben wir wahrscheinlich in früheren Krisen alles falsch gemacht, als es da Wohlstandsverluste gab. Das zeigt doch, meine Damen und Herren, dass wir jetzt auf dem Gipfel letztendlich des Menschmöglichen angekommen sind, indem wir durch Krisen noch reicher werden. Und das muss uns erstmal einer nachmachen. Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie dann auf dem Bikepark.
Jagdzettel. Ansonsten gibt es keine, wie wir ja an den Aktienmärkten sehen. Ich wünsche einen guten Start in diesen Tag und sage Servus und Ciao.